Sie sind hier, 14. November 2018, 10.45 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Lewis Hamilton und Sebastian Vettel schaffen es im Ranking in die Top minus 15. Urheberrecht Sport 1 Grafik, Markt der Getty Images, Imago, Picture Alliance am 14. November 2010 wurde Sebastian Vettel zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister und etablierte sich als einer der größten Fahrer aller Zeiten. Sport 1 zeigt die Top 15 im Ranking.